Sagen wir mal, ihr habt jetzt das, 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 das und das und das und das. Was fehlt denn jetzt noch? Das Ding ist jetzt ziemlich so solide. Aber ihr seid noch immer auf 55 bzw. 35, je nach Version, LBS. Das können wir ändern. Denn von Steamboat gibt es auch einen 90er Pro-Bogen. Der ist jetzt hier schon drin. So sieht er aus. Der ist geil. Der ist richtig geil. Da ist so viel Dampf hinter. Macht übelst Spaß. Und das ist echt... Ich muss aufpassen, was ich sage. Nicht, dass jetzt irgendjemand denkt, dass ich da einen Laser dran habe. Aber das Ding ist dann ein Laser. Der Pfeil geht einfach so gerade. Das ist krass. Also natürlich nicht zu vergleichen mit einer Excalibur, mit einer Scorpion, mit einer, nicht mal mit einer Siege vergleiche, auch nicht mit einer Edda. Aber wie gesagt, dafür ist das Ding nicht gemacht. Und dafür, wofür es gemacht ist, ist das genial. Einfach richtig gut. Es gibt nur ein Problem. Wie immer ist mehr Leistung auch Fluch und Segen zugleich. Also ich vergleiche das immer. Ein Freund von mir, der hat sich ein BMW geholt, 440. Das ist ein tolles Auto auf jeden Fall. Wenn du da jetzt alles machst, was du dran machen kannst, dann hast du quasi, hast du faktisch ein M4, also ein wirklich, wirkliches Rennding, ja. Wenn du jetzt aber die Bremsen nicht machst, dann wird das Probleme geben, da kann ich dir sagen. Und das ist genau das, was wir hier sonst machen. Wir gehen jetzt hier richtig schön mit der Leistung hoch, wir verdoppeln die ja fast, von 55 auf 90. Ist auch klar, dass man dann auch andere Sachen ändern muss. Aber genau das ist halt der Punkt, da gab es noch nicht so viel auf dem Markt. Da gibt es noch immer nichts auf dem Markt. Nicht seitens Steamboat. Ja, das Problem ist halt einfach, dass ihr genug Gewicht braucht, damit die Energie aus dem Wurfarm in den Bolzen übertragen werden kann und nicht in der Armbrust verbleibt. Und wenn ihr jetzt eine Übungsspitze schießt, einen blauen Übungspfeil von Steamboat, dann ist das viel, viel, viel zu leicht. Da werden euch sofort die Endkappen reißen. Weil sich einfach die Kraft hier auswirkt. Wenn ihr jetzt so einen schwarzen Botkin von Steamboat schießt, das ist schon deutlich besser, weil die wiegen einfach mehr. Aber auch da kann es einfach dazu kommen, dass ihr noch immer zu viel Kraft im Bogen übrig lasst. Und deswegen würde ich euch immer empfehlen, immer mit dem 90er Bogen, alle spätestens 10 Schuss die Endkappen zu kontrollieren. Und das geht ganz leicht. Da müsst ihr einfach, wirklich, gewöhnt euch das an. Alle zwei Magazine, am besten natürlich sogar jedes Magazin. Wenn ihr irgendwann die Erfahrung gemacht habt, dass das bei euch einfach gar nicht auftritt, warum auch immer, schreibt mal in die Kommentare, was ihr anders macht. Aber gewöhnt es euch trotzdem an. Einfach so gucken. So gucken. So gucken. Und so gucken. Alles super. Kann es weitergehen. Ja, was ist denn jetzt die Lösung? Die Lösung ist ein schwererer Pfeil. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Leute, die basteln sich Pfeile selber aus Stahlnägeln. Werde ich früher oder später mal ausprobieren, ob das wirklich funktioniert. Kann mir aber nicht vorstellen, dass es anständig fliegt. Höchstens so 5 bis 10 Meter und danach anfängt zu schlackern. Bernd hatte da ja mal so ähnliche Beobachtungen gemacht. Welcher Bernd? Der Schreiber. Manche Leute füllen sich auch die Originalpfeile von Steamboat mit Quarzsand oder mit Vogelsand. Kann ich euch eigentlich nur von abraten, weil dann verändert sich natürlich auch die Gewichtsverteilung. Meine Lösung sieht so aus. Pfeilmanufaktur Bahle, die stellen wunderbare Pfeile und Bolzen, also Pfolzen, danke an Frank, her. Und zwar in Handarbeit. Und das merkt man. Die Dinger sind echt gut durchdacht und die haben eine grandiose Qualität. Diese Botkins wiegen jetzt 12,3 Gramm. Und damit sind wir auf jeden Fall in dem Bereich, wo keine Energie mehr in das Dinger verbleibt und die Energie vollständig auf den Bolzen übertragen wird. Das zeige ich euch jetzt mal. Das jetzt hier auch nicht die Endkappen reißen. Oh, einfach geil. Alter. Paff. Ich bin immer noch beeindruckt von diesem 90er Bogen. Alter. Geil. Das hört sich auch ganz anders an, als wenn du da jetzt die normalen Botkins mit schießt, ne? Finde ich. Zum Vergleich schießen wir einfach mal einen normalen Botkin hinter. Oder zwei. Haben wir ein bisschen mehr Vergleichswerte. Hoffen, dass uns jetzt die Endkappe nicht reißen. Waren ja wieder 5, deswegen kontrollieren wir.
Obwohl wir eigentlich nicht kontrollieren müssen, weil es die guten Wahlpfeile sind. Aber gut. Ja, hört sich anders an, oder? Oh. Was war das? Krass. Bolzen ist eingedrungen, ungefähr bis da. Spitze hat sich ab da sehr verselbstständigt und ist einfach hier hinten aus der Scheibe durchgeschlagen. Man muss auf jeden Fall sagen, meine Pfeile sind nicht mehr neu. Ne? Also der wurde jetzt bestimmt schon 100 Mal geschossen. Da kann das mal passieren. Und wie man sieht, es ist halt wirklich einfach zu viel Wucht eigentlich für diese Bolzen. Pfeile. Bolzen. Außerdem würde ich euch empfehlen, wenn ihr euch für den 90er-Bogen und auch für die teuren Pfeile entscheidet, dann solltet ihr euch auch ein gutes Ziel holen. Also ich habe da jetzt die Matte von Steamboat. Ich schieße hier auf 4 Meter Distanz und ich zeige euch mal, wie weit oder wie nicht weit die Pfeile mit dem 90er-Bogen bei dem Gewicht eindringen. Na, also hier, ihr seht, die dringen halt einfach nicht bis zu den Vanes ein. Das nicht mal bei einer Distanz von gerade mal 4 Metern. Der hier, der ist jetzt vermeintlich total tief eingedrungen, obwohl es ja ein normaler Bodkin ist. Woran liegt das? Guck mal, der geht hier in die Aussparung rein, hat also hier nur ungefähr nur diese Strecke war jetzt wirklich gebremst. Danach hatte der freien Flug. Ja. Und dann, sobald der hier gegengekommen ist, hat es ihn auch gebremst. Und also die Matte, die ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Und das, was ihr... Also die ist teuer. Die ist, das muss ich wirklich sagen. Ich finde sie auch teuer. 190 Euro, stolzer Preis. Aber ich kann sie euch nur wärmstens ans Herz legen. Weil so ein Pfeil ist auch nicht teuer. So ein Pfeil ist auch nicht günstig. Und wenn der euch zu tief eindringt, dann reißen die Vanes ab und dann könnt ihr quasi nichts mehr mit dem anfangen. Also dann ist er nicht mehr präzise. Deswegen spart auf jeden Fall das Geld nicht an der falschen Ecke und investiert in eine tolle Scheibe. Das kann ich euch wirklich sehr ans Herz legen für alle, die eine Stinger haben. Mit der Adder kann man auch noch drauf schießen. Mit der Siege habe ich es auch schon gemacht. Muss nicht sein. Also mit der Siege muss echt nicht sein. Die ist halt einfach viel zu stark. Aber ja, für die Stinger gibt es nichts Besseres. Es wäre schön, wenn es was Besseres gäbe, dann hätte ich mir auch 190 Euro sparen können. Ach, so ist es nun mal, ne? Das macht dann halt die 90er-Version recht teuer, ne? Möglichkeit Nummer 2, der Pro-Bogen von der Stinger Serie 1. Ja, zu erkennen an dem grünlichen Pro und an der, ja, noch, ich sag mal, alten Wurfarmgestaltung. Also die neuen unterscheiden sich ja doch. Also hier jetzt mal ein neuer. Zum Vergleich, also ihr seht, die Endkappen sind halt wirklich die von der Stinger 1 und die sind auch wirklich eingeklebt. Ist das gut, dass die eingeklebt sind? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Steamboat wird sich was dabei gedacht haben, das bei der Serie 2 nicht mehr gemacht zu haben. Meine Theorie ist, Steamboat wollte sicherstellen, dass wenn es mal zu einem Riss kommt, man den schnell sehen kann und schnell die Endkappe austauschen kann. Großer Vorteil bei diesem Bogen ist, ihr könnt dann auch wieder die Steamboat-Pfeile schießen. Einerseits die schwarzen, natürlich, aber auch die blauen. Das habe ich auch schon viele, viele Male gemacht. Und ja, nach über 1000 Schuss ist hier noch immer nicht der kleinste Riss zu sehen. Das ist wirklich gut. Ja, und Möglichkeit 3, das ist auch der Pro-Bogen der Stinger 1, aber unter einem anderen Namen, nämlich Redback. Der Redback-Bogen und der Stinger 1-Bogen sind sehr, sehr, sehr ähnlich. Ich würde behaupten, identisch. Kann ich nicht beweisen, aber ich vermute es sehr stark. Und da spart ihr nochmal mehr Geld. Der ist auch echt gut. Wirklich der gleiche. Oder sehr, sehr, sehr ähnlich. Heißt, ihr könnt wieder die günstigen Pfeile schießen und ihr braucht doch keine krasse Matte. Was empfehle ich euch von diesen drei Möglichkeiten? Das musst du gar nicht mich fragen, das musst du dein Portemonnaie fragen. Schau da mal rein. Wenn du jetzt, sage ich mal, 300 Euro über hast, kann ich es dir wirklich sehr, sehr, sehr ans Herz legen, dir den Pro-Bogen zu holen, einen Satz Pfeile vom Bale und die Pro-Scheibe, die Premium-Scheibe. Seid ihr halt mit 300 Euro dabei, ist halt leider so, aber ihr werdet wirklich, wirklich sehr lange sehr viel Spaß haben. Das kann ich dir versprechen. Wenn du sagst, boah, 300 Euro, echt viel, und das verstehe ich absolut, dann solltest du dir den hier nehmen. Da hast du wirklich auch echt tolle Ergebnisse,
hohe FPS. Wenn dich die Geschwindigkeiten interessieren, dann schau nochmal hier das Video zu meiner Lieblingsarmbrust. Da haben wir die nämlich gemessen. Auch mit dem und mit dem und mit dem 90er und alle. Also das musst du einfach selber wissen. Da gibt es auch wieder kein richtig und kein falsch. Es gibt halt nur die absolut geile, aber teure. Die Mittelfeld und die Budgetlösung. Mittelfeld und Budget sind gleich gut. Nur du hast dann halt nicht Steambo AR6 Stinger da stehen. Pro auch nicht. Manche wollen das. Und da gibt es halt ein bisschen mehr Geld aus. So, und das war's jetzt mit den sinnvollen Umbauten. Sinnvolle Umbauten? Was sind denn unsinnvolle Umbauten? Na gut, bei dem Umbau lässt sich jetzt wirklich streiten, sinnvoll oder nicht. Ich finde es eigentlich ganz geil. Macht das Ding ultra, ultra schwer, was manchen sehr gefällt. Mir gefällt es sehr gut. Wenn ihr das Ding aber so als, ich sag mal, Backup irgendwie hier so rumbaumeln lassen haben wollt, dann ist das nicht gut. Das ist halt auch eher ein Spaßprojekt, als dass es ein ernstes Upgrade ist. Aber es sieht geil aus, oder? Sieht das nicht krank aus? Was ist denn das jetzt? So ein bisschen auf Speakeasy angelehnt, ne? Also, ja, dicker Magazinkasten, ne? Also das sind halt hier jeweils zwei Speedloader aneinander gesetzt, zwei Köcher für Speedloader aneinander gesetzt, hierüber verbunden. Ich habe da einfach reingebohrt, von unten mit einer Mutter gegen gekontert, von oben einfach mit einer Schraube rein. Das hier ist übrigens der Gürtelclip, der bei jedem Speedloader dabei ist. Den habe ich hier als Verbindungsstück genommen. Auf der Seite genauso. Und ja, man kennt's. Alles wieder schön hier mit Heißkleber aufgefüllt. Ich glaube, den hätte ich mir sparen können. Ja, auf der Seite habe ich ihn sogar gespart. Ja, hätte ich mir durchaus sparen können. Das hier war halt der erste Versuch. Und da hatte ich es erstmal nur zusammengeklebt und musste das dann noch später draufsetzen, damit das auch wirklich hält. Das Ganze ist mit einem Schnellspanner, sodass man es auch wieder schnell abnehmen kann. Und wir gucken uns das Ding jetzt mal wirklich Bauteil für Bauteil an. Also, erstes Bauteil, quasi der Fuß, ist einfach ein sogenannter Rail Riser mit Schnellverschluss. Wird natürlich alles verlinkt, ne? Ist klar. Dann, das Teil, was darauf sitzt, ist ein weiterer Rail Riser, allerdings ein sogenannter Schwalbenschwanz Rail Riser. Den verlinke ich euch natürlich auch. Wichtig, ich habe das Teil noch manuell gekürzt. Dazu habe ich einfach mit einer Metallsäge, ich weiß gar nicht, ein oder zwei Picatinny-Rippen weggesägt, halt so, dass ich hier nicht mehr gegenkomme. Und dann einfach mit schwarzem Hammerschlag besprüht. Ne? Sieht ganz gut aus. Dann haben wir hier eine Schiene, die wird von hier mit einer Madenschraube oder mit zwei Madenschrauben gesichert. Das ist ein 45 Grad Winkel in beide Richtungen. Also so. Ne? Hier sitzt der Fuß, sage ich mal, und hier ist eine Schiene und hier ist eine Schiene. 45 Grad. So, und daran habe ich dann 45 Grad Offset-Schienen gesetzt. Das sind die hier. Die gibt es in größeren Paketen. Ich glaube, 10er-Pakete sind das. Ich habe hier auf jeden Fall 1, 2, 3. Ja, drei Dinger sind verbaut. Dann drehen wir das einfach mal gerade ab. Dann könnt ihr sehen, wie das läuft. Also, ne, so hier. Das ist dann so mit so einem Schraubverschluss und setzt die hier so drauf. Das könnt ihr hier auch viel besser sehen. Also, 45 Grad Schiene, Offset. Dann hier der Adapter für das Picatinny und dann hier unsere Doppelköcher. Jetzt hatte ich hier noch Platz und hier noch Platz. Dann hatte ich mir gedacht, hier machen wir eine Slingaufnahme dran. Sitzt dann ja so, kann man hier einhaken, funktioniert ganz gut. Und hier, da hatte ich mir, komm, wir übertreiben es komplett, wir setzen noch ein Ding drauf. Und das passt so halb, weil ihr kriegt auf diese Offset-Schienen, kriegt ihr nicht zwei Dinger montiert. Das passt einfach nicht. Das geht nicht. Ich musste mir da aber was einfallen lassen. So, und dann, was habe ich denn hier gemacht? Genau, das ist nämlich mein Einfall gewesen. Ich habe dann gesehen, wenn ich das jetzt hier so dran setzen würde, dann würde das auch passen, ohne dass man das fixiert, wenn man das anschmilzt und da reindrückt, weil dann wird das durch diese Schraube fixiert. Ja, und das war auch schon die ganze Magie. Es funktioniert und hält. Ja, also das Ding ist sowieso fixiert, das ist ja hier mit einer Schraube gesichert.
Das Ding wird durch diese Schraube einfach nur durch Wegdrücken gesichert. Ja, das funktioniert wunderbar. Also ist sicherlich keine Glanzleistung, was die Schönheit angeht. Und sicherlich auch nichts für Gewichtsoptimierer. Aber was für einen regnerischen Herbstsonntag. Auf jeden Fall, oder? Damit kann man sich auf jeden Fall schön ausrüsten. Ja, und was habe ich jetzt hier drin? Hier habe ich einmal die Botkins in Lila von Steamo. Einfach nochmal die gleichen in Orange. Das war echt ein cooles Ding von Steamo. Vielen, vielen Dank für das geile Angebot. Dann habe ich hier S&K Jagdspitzen, die mit den Petrol-Vanes. Die testen wir natürlich im Pfeiltestvideo. Und hier das gleiche nochmal mit den Botkins. Wie ihr seht, die sind nicht neu, die sind schon fleißig getestet worden. Und mein Ergebnis dazu kommt bald. Schlecht sind die Dinger nicht, auf jeden Fall nicht. Aber halt nicht für jeden Einsatz. Und dann haben wir hier nochmal die originalen Steamo Broadheads. Die Jagdspitzen von Steamo. Und hier dann noch einmal Jagdspitzen nochmal vom Stefan, S&K. Das sind jetzt nicht die Petroleum, also nicht die besonders schweren. Ich wollte sie aber trotzdem drin haben, weil ich finde, die sieht einfach cool aus. Also dieses silber-goldene Two-Tone erinnert mich irgendwie so halt an meine Uhrensammlerzeit. So Two-Tone war damals eine coole Sache bei dem einen oder anderen Modell. Also zweifarbig, Bicolor bei dem einen oder anderen Schweizer Hersteller. Und ja, schick, schick. Ich glaube, es wird mir komplett die Endkappen zerreißen, wenn ich die mit dem 90er schieße. Das sieht geil aus. Ja, so, und das waren sie alle. Alle Umbauten an meiner Stinger. Und auch mehr oder weniger in der Reihenfolge, wie ich sie euch empfehlen würde. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Ich hoffe, du bist weitergekommen. Ich hoffe, du konntest ein paar Sachen für dich mitnehmen. Ein bisschen was lernen. Und ja, ich wünsche dir weiterhin viel, viel Spaß mit deiner Stinger. Viel Spaß im ganzen Thema Bogensport. Übertreib's nicht. Achte bitte auf Sicherheit. Überleg, muss das wirklich da dran? Brauche ich ein Bajonett an meiner Stinger? Nein, brauchst du nicht. Das war's auf jeden Fall für heute. Ich freue mich natürlich, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Falls du noch nicht abonniert haben solltest, dann mach das jetzt mal ganz schnell. Und falls du abonniert hast, hast du auch die Glocke aktiv? Wenn nicht, dann klick die jetzt mal an, weil sonst verpasst du ja dieses Video hier. Wäre doch schade. Nächste Woche gibt es dann einen Pfeiltest. Da bin ich echt mal gespannt. Ich habe ein paar coole Pfeile da. Die Bolzmaster habe ich nicht da. Ich weiß, die wurden sich gewünscht. Die werde ich aber nicht mehr so kurzfristig reinbekommen. Die kommen ja vom Reini dann. Und das wird nicht mehr klappen bis zur Veröffentlichung des Videos. Außerdem sind die einfach zu leicht. Also das kann ich ja jetzt schon vorwegnehmen. Nicht im 90er-Bogen schießen. Die fallen einfach mal raus. Wir gucken uns die Pfeile von Archery an. Wir gucken uns die Pfeile vom Stefan S&K an. Wir gucken uns die Pfeile von Steamboat an. Wir gucken uns China-Pfeile an. Aber nur ganz kurz. Wir gucken uns die Pfeile von CrossbowTuning.com an. Und wir gucken uns die Pfeile von der Pfeilmanufaktur Bale an. Wenn du noch irgendeine Idee hast, was für ein Pfeil ganz, ganz, ganz dringend da rein soll, dann schreib es schnell in die Kommentare und dann bestelle ich das noch schnell und kann es vielleicht dann noch mit reinschieben. Vielleicht. Keine Garantie. Ach ja, und ein Pfeil, den darf ich euch zeigen. Den gibt es noch gar nicht. Aber der kommt bald. Und ich glaube, der macht das Rennen. Ich will da noch nichts vorwegnehmen. Ich habe den selber noch nicht richtig gemessen. Noch keinen richtigen Vergleich gemacht. Ach ja, wichtig. Schreibt mal bitte dazu. Was haltet ihr davon? Soll ich hier einen Gelatine-Test machen oder nicht? Es geht ja hier um die Bolzen. Aber ihr wisst, das kann auch wieder falsch ausgelegt werden. Dann heißt es wieder... Machen wir das oder nicht? Entscheidet ihr. Alternative ist natürlich einfach die FPS-Messung. Ne? Das ist natürlich auch immer aussagekräftig. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Ich verabschiede mich für heute und freue mich auf jeden Fall auf dich, wenn du auch nächstes Mal wieder am Start bist. Hier, bei Mac. Modern Archery Germany. Na komm, dann machen wir noch 5. Das war doch so geil. Alter. Junge, eine Wucht. Schon echt. Da will man echt nicht...